Ja, Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Flife. Ich habe jetzt gleich mal an der Stelle vom letzten Mal weitergemacht. Dachte mir einfach, wenn ich jetzt schon mal in der PSF bin, dann muss man das auch ausnutzen und hier mal richtig schön farmen. Vor allem, weil die Skills jetzt wieder aktiv sind. Vorher waren sie es ja nicht. Ja, wollen wir jetzt noch schnell die Quest mit den Golden Cups beenden und dann schauen wir endlich, was der Bürgermeister da mit uns noch so vorhat, weil das, wäre dann eigentlich die letzte Quest gewesen, also dachte ich, das mit den Golden Cups wäre die letzte. Aber da belehrt der Typ mich anscheinend eines Besseren. Ja, mit den Fragmented Zombie Box, wo sind die? Ja, da unten. Haben wir jetzt momentan 39. Ich werde mal sehen, wahrscheinlich werden wir sie öffnen, wenn wir 50 oder 100 haben. Also jede einzelne zu öffnen, finde ich ein bisschen qualvoll, also... Wenn es dann nichts drin ist, denkt man sich nur, oh, schon wieder nichts. Dann öffnet man die nächsten beiden, oh, wieder nichts. Oh. Dann mache ich es lieber auf einen Schlag, hab dann auch auf einen Schlag ganz viele, hab dann auch einen Teil oder mehrere Teile. Und freue mich dann auch mehr darüber, weil jede einzelne zu öffnen ist schon ein bisschen blöd. So, was haben wir da jetzt gerade gedroppt? Splinters of Order, die werfe ich meistens weg, da sie nichts wert sind. Wobei ich glaube, bei NPCs geben die 5000 oder so, von daher behalten wir sie jetzt mal, weil wir ja momentan ziemlich knapp bei Kasse sind. Naja, Sprachfehler. Wobei wir jetzt wieder 100.000 haben, ist ja schon mal ein nettes Grundkapital, das ja eigentlich so ziemlich jeder haben sollte. Wenn nicht, dann ja, ist es schlecht. Ja. So, dieser Top-Fender Bowler, da habe ich nie wirklich verstanden, was das hier ist, also... Mein Name ist Bowler Clow und ich betreibe einen kleinen Töpferladen. Aha. Noch nach Hausbeimtopf suchst du. Diese Töpfe wurden von mir hergestellt und sind etwas ganz Besonderes. Warum hat ein Töpfer eine Schaufel in der Hand? Aha, er ist gar kein Töpfer. Gute Tarnung, du Schaufel-Heini. Joa, aber ich habe den nie verstanden, was das hier für eine Aufgabe hat, dass der hier rumsteht. Ne, keinen blassen Schimmer. Vielleicht wisst ihr es, ich wusste es früher nicht, weiß es jetzt nicht, hat immer noch keine Quest für uns. Steht da einfach nur rum und gräbt als Töpfer verkleidet Löcher in die Erde. Joa. So, wie viel haben wir? 33. Wie gesagt, es könnte sein, dass es wieder nur 40 brauchen. Oder eben, ja, 45, wie es schon seit Level, keine Ahnung... Level 35 vermute ich schon, dass man immer 45 braucht, weil das später, im späteren Level, von Level 50 bis 100 oder so, braucht man immer 45. Und ja, das ist schon ein bisschen nervig. Oh, eine Halloween-Box haben wir wieder gedroppt. Da dachte ich mir auch, heben wir die erstmal auf und öffnen sie dann am Ende vom Event alle in einem Spezialvideo, wo ich alle Boxen aufmache, die wir gedroppt haben. Das wird dann ein Spaß. Ja, wir werden sie nicht verkaufen. Erstmal, weil sie fast gar nichts mehr wert sind. Teilweise werden die jetzt schon für 100.000 verkauft. Auch die Alchemie-Boxen, die ich am Anfang für 1 Million verkauft habe, anderer Charakter, sind jetzt inzwischen auch nur noch 500.000 wert, wenn überhaupt. Da dachte ich mir einfach, ja, dann nehmen wir uns doch mal den Spaß und öffnen das einfach. Vielleicht haben wir was Saugeiles drin und können das dann sehr teuer verkaufen. Ja, und wenn nicht, dann... Wie gewonnen, so zerronnen. Ich meine, wir haben es ja umsonst bekommen, die ganzen Boxen. Von daher ist es ja nicht schlimm, wenn dann nicht oder nichts besonders Gutes drin ist. Und ja, Spaß ist ja trotzdem so ein kleines Glücksspiel sozusagen. Deswegen werden wir alle Boxen aufheben. Auch die Fragmented Zombie Box. Wobei, dann kann ich die Quest hier schon wegmachen, weil die nimmt ziemlich viel Platz weg. Ja, so. Sieht das schon ein klein wenig übersichtlicher aus. Wobei es immer noch nicht ganz drauf passt. Mal nach oben ziehen. Egal. Ist ja nicht so wichtig. So, jetzt fehlen noch 6 Stück. Jetzt blöd ist, dass die Party-Skills wieder ausgelaufen sind und keine neuen aktiviert werden. Anscheinend ein sehr wechsellauniger Party-Leader, der sie nicht immer aktivieren will. Ja, ich bin immer mal wieder ein bisschen erkältet. Man merkt es, glaube ich, auch schon wieder. Aber es ist nicht so schlimm wie vor 2 Wochen. 3 Wochen ist es inzwischen schon her. Jedenfalls diesmal nicht so schlimm. Hoffe ich zumindest. Kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen, aber es ist nur eine kleine Erkältung. Keine Sorge. Wird schon wieder nicht so schlimm werden, dass ich eine ganze Woche nichts aufnehmen kann. Bestimmt nicht.
was bringt die Krawatte? Krawatte. Zuckerwatte, wollte ich sagen. Eigentlich. Boah, Crit. Ah, wir haben jetzt schon 23% dank der Medizin und der Zuckerwatte. Insgesamt 15%, ist gar nicht mal so schlecht. Und ja, da sind die Skills wieder, diesmal auch gestapelt. Yeah, ein dreifaches Hoch auf Jockel. Hip hip hurra. So. Oh, was war das? Der war mit 2 Schlägen tot, coole Sache. So könnte es auch immer laufen. Dieser Stun übrigens, minus 20 Angriffstempo und minus 50 Magiebeschleunigung, falls ich das noch nicht erwähnt habe, ist ein bisschen nervig. Also wenn man einen Zombie tötet und dann ein normales Monster und dann noch minus 20% Angriffstempo hat. Aber es kann man nicht verhindern, ist leider so, ist halt der Nebeneffekt von den Zombies. Wobei es richtig schlimm eigentlich nicht ist, der dauert ja nur 10 Sekunden. Und joa, ansonsten haben wir jetzt 37, yeah, wir haben es fast geschafft, noch 3 Stück. Solange die Party-Skills aktiv sind, sollte es auch nicht so lange dauern, die jetzt noch zu sammeln. Und wir haben auch schon, oh, hier sind sehr viele mehr Misses als Mr.Zombies, 10 Mr.Zombies, 23 Misses. Da ist Emanzipation anscheinend ganz schön vorne an der Stelle der Zombies, also... Frauen, wenn ihr unbedingt Selbstmord oder was auch immer begehen wollt, werdet Zombies, werdet lieber Zombies, denn da werdet ihr anscheinend mehr geschätzt. Auch wenn ihr dann von mir getötet werdet. Natürlich alles nur in Flife bezogen. Calm down, Jungs. Bevor ihr das Rumgeflame wegen Selbstmordattentaten an Gestifterei beginnt. Niemals. Das lasse ich mir nicht bieten. So, ach, nein. Verdammt, ich dachte, wir haben jetzt 40. Ach, so ein Mist, aber auch. Wobei, lange kann es ja eigentlich nicht mehr dauern mit den Skills. Ein Giant habe ich ja auch noch nicht gesehen. Vielleicht haben die gar keinen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habt ihr vorher nie gelevelt, wie gesagt, wegen den Doppelschlägen? Also, nie wirklich lange. Also immer nur die Quests erledigt und dann ganz schnell abgehauen, bevor man doch noch stirbt. Ah, hier hinten sind die Mr. Zombies. Na, nee, da sind wieder 3 Mists. Okay, doch nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Joa, dann haben wir jetzt doch schon einige Boxen gefunden, 58 schon, lohnt sich schon ziemlich, also die alle aufzumachen, das wird dann ein riesen Spaß am Ende vom Event, also natürlich nicht nach dem Event, sondern schon noch am vorletzten Tag, sonst lohnt sich das natürlich nicht mehr, wenn dann die ganzen Körperteile drin sind, bringt sie ja nichts mehr, aber ja, ich werde die dann alle für 1000 oder so verkaufen, die wo übrig bleiben, man kann auch mehrere Zombie-Teile haben, man braucht halt jeden nur einmal für den Zombie und man kann den Zombie auch nur einmal machen. Joa, die geben... Oh, doch, wir haben den 40. Dann machen wir jetzt noch schnell die Zombies hier. Und gehen dann endlich zum Bürgermeister. Der wartet bestimmt schon sehnsüchtig auf mich. Weil wir uns ja noch gar nicht vor nicht allzu langer Zeit gesehen haben. So, und... Na, da hinten laufen noch mehr rum. Ah, diese Qual. Man muss sie einfach töten. Sie sind so niedlich. Man muss sie einfach töten. Unlogisch ist ein bisschen, man hat den rechten Arm, also man hat ja die Körperteile vom Zombie, aber rauskommen tut dann ein Little Zombie, der eher kleiner ist als der richtige Zombie. Wahrscheinlich ist es das Kind von Mr. und Mrs. Zombie, der Little Zombie. Wäre das Einzige, was Sinn ergibt, wobei Zombies ja gar keine Kinder kriegen können. Ja, diese, ja, Hintergrunddetails, über die man sich Gedanken machen sollte, sind nicht ganz unwichtig. Das macht ja, wer Big Bang Theory schaut, der Raj immer. Oder Rajesh, besser gesagt. Besser gesagt. Schon den indischen Dialekt hier rausholen. Der sagt es ja auch immer. Der beschäftigt sich mit fiktionalen Details von irgendwelchen Superhelden oder Sendungen oder was auch immer. Für den wäre das hier eine ganz gute Aufgabe. Hier mit den Mr. Mrs. Zombies und Little Zombies. Aber man merkt es deutlich, es sind weitaus mehr Mrs. als Mr. Zombies hier. 39, beziehungsweise jetzt schon wieder 31 Misses und nur... Oh, da ist der Giant. Kann ich hier sehen. Da ist es halt gefährlich. Also den zu töten, das... Nicht jetzt gerade... Gar nicht mal so vom Level her. Okay, dann lassen wir die Zombies da drüben in Ruhe. Die wollen anscheinend nicht. So. Und... Taunling Queen. Traue ich mir deswegen nicht zu, weil er halt Doppelschläge macht. Und das an sich wäre gar nicht mal so schlimm. Aber da er mit den Doppelschlägen auch crittet, ja, Doppelcrit bin ich tot bei einem Giant, da sind wir einfach nicht stark genug dafür. So, und jetzt will ich endlich wissen, was das ist. Ja, du kennst du die Buckrow? Buckrow?
Sie sind Spirit of Guardian, die schon vor der Gründung der Stadt hier lebten. Irgendwann wurden diese sehr aggressiv und haben die Leute angegriffen. Die Leute denken, dass die Bukro aufgrund der planlosen Entwicklung aggressiv wurden. Aber das ist so nicht richtig. Heute geht eine seltsame Energie in Madrigal umher und lässt Monster größer erscheinen. Aufgrund der Monstermassen ist die Natur im Ungleichgewicht. Wahrscheinlich meint er die Giants. Und das ist es, was Bukro aggressiv macht. Selbst drei unserer Wachen können nicht mit einem fertig werden. Kannst du dich um sie kümmern? Kannst sie nicht allein besiegen. Bilde eine Party und töte 5 Bukro. Kann man sie nicht alleine töten? Das ist starke Monster. Da wirst du jetzt trotzdem mal gerne... Ach nee, Moment mal. Region? Sind doch die da, ja? Die sind doch Level 33? Ja, also wenn ich gegen die nicht gewinne, dann bin ich wirklich schlecht. Also dafür brauche ich keine Party. Oh, jetzt wurde ich rausgeworfen. Ja, es ist einfach so, wenn die ein paar Filler finden, dann wird man natürlich rausgeschmissen. So ist das leider als einsamer Single Filler. Aber ist ja nicht schlimm. Ich wollte es euch eigentlich einfach nur demonstrieren. Sowas wie eine PSF haben wir gar nicht nötig. Wir droppen auch so gut genug. Jetzt töten wir... Ups, das ist übrigens J hier. Da sieht man noch, wie lange irgendein Gegenstand wirkt. Ist jetzt nicht so wichtig, also ja, interessiert uns jetzt nicht wirklich. Was wollte ich jetzt schauen? Ah, genau, da unten sind die Bukros. Wieso kann ich das nicht mehr verschieben? Jetzt die Karte einfach wegmachen. So, das interessiert uns ja eh nicht mit dem Charm und Red Candle. Kriegt man ja eh nur hier unten diese Charm Bronze. Genau. Jetzt müssen wir noch schauen. Ups, nee. B, was mache ich denn überhaupt? Q, genau, hier. Töte 5 Bukro in einer Party und kehre anschließend zum Bürgermeister zurück. Gut, könnte jetzt eventuell insofern ein Problem sein, dass ich in einer Party sein muss, um die Quest zu erledigen. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich schätze mir, es ist ziemlich egal. Aber es könnte trotzdem sein. Also wenn es wirklich so ist, dass man in einer Party sein muss, dann werde ich nochmal nach einer suchen. Und die Quest dann in einem späteren Part. Oder... oder einfach, jetzt eine suchen und dann, Pause machen sozusagen, aber ich denke mal, es sollte trotzdem gehen. Also, das sind übrigens die Monster, die wir ausgelassen haben. Ja, die Quest heißt starke Monster, die sind auch ziemlich stark, also es ist halt ziemlich nervig einfach. Es sind solche kleinen Mini-Giants sozusagen und das nervt dann einfach bei denen zu leveln oder bei denen die Quest-Items zu farmen. Das ist total blöd, macht gar keinen Spaß. Deswegen habe ich die auch ausgelassen. Aber Small Bukro... Bukro. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so stark sein sollen. Also mit Level 48. Ich meine, Level 30 sind sie schon ziemlich stark, aber mit Level 48? Vielleicht hat es noch eine Folgequest, wo man den Giant töten muss. Wobei man sagen muss, die halten fast genauso aus, viel aus wie die Rogue-Biele. Und ja, dachte ich es mir doch, man muss sie in einer Party töten. Ja, da verfluche ich Jockel. Sie hat mich jetzt genau rausgeworfen, wo ich die Party auch gebraucht hätte. Schade, vorhin hat noch jemand anders nach einer Party-Filler gesucht. Jetzt anscheinend niemand mehr. Schade. Wirklich schade. Aber ja, was will man machen, ne? Das ist das Blöde. Ja, dann werde ich wahrscheinlich die Quest einfach mal später noch fertig machen. Wir könnten mal den Giant... Oh, der hat eh noch halbes Leben. Dann probieren wir den jetzt einfach mal. Wobei, den Captain hier noch töten. Der ist ja ziemlich niedrig. Also, das wird dann unser erster richtiger Giant eigentlich. Neben dem Guardian Ibelis-Typen-Dingenskirchen. So, wollen wir doch mal sehen, wie viel Schaden der mir macht. 33, ja, so kann es immer laufen. Nochmal geblockt. Okay, 100. Joa, dachte ich mir doch, sind nicht stark. Ich verstehe nicht, warum muss man in einer Party sein? Es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Ja, das ist übrigens das Food vom Giant. Das machen nicht alle Giants. Manchmal machen sie es einfach nicht, warum auch immer.
Manchmal fooden sie aber auch einfach, dann haben sie noch ein halbes Leben, dann machen sie mehr Schaden, schneller Schaden und critten öfter. Dann haben sie ihre Rage-Phase, Rage-Mode nennt man das. Und da machen sie halt einfach mehr Schaden. Das hat der Clockwork auch, der größte Giant in ganz Madrigal, aber das kommt alles später noch. Ist doch viel zu früh für diese Erläuterungen. Und ja, der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr was droppen, das soll jetzt einfach nur Just for Troll gemacht. Was, nur 200? So. Mehr als spärlich, dieser Drop. Aber was will man machen? Ja, das Blöde ist halt jetzt wirklich, dass wir keine Party mehr haben, wobei der Part jetzt sowieso aus ist. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir das im nächsten Part oder übernächsten Part, muss mal schauen. Wenn ich keine Party finde, dann halt nicht. Aber es sollte nicht so schwierig sein, ich werde dann einfach in Flaris rumlaufen und irgendwelche random Leute in die Party einladen. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und weiter geht's dann im nächsten Part. Ciao, ciao!